dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Es handelt sich hier um eine Erläuterung, Besprechung verschiedener Textstellen zum Thema im Zusammenhang dargestellt von meiner Wenigkeit. Und nun wünsche ich fröhliche Anregung bei dieser Besprechung. An der Reihe ist die Nummer 142, Adolf von Heidebreck über die Gewissheit des Allgemeinen. Da wollte ich letztes Mal nicht mehr damit anfangen, weil die Zeit schon ausgelaufen war. Aber jetzt geht's los mit der Möglichkeit der unmittelbaren Gewissheit. Wird also die Möglichkeit aller und jeder Gewissheit für das Allgemeine geleugnet und damit die eigentliche Erkenntnis desselben. Was das aber sagen will, ist wohl zu erwägen. In Allgemeinheit besteht ja bekanntlich der Hauptinhalt aller Wissenschaften, den man dergestalt also der Skepsis preisgibt. Der gute Heidebreck hat hier sehr wohl erkannt, um was es geht. Und zwar die Möglichkeit der unmittelbaren Gewissheit, die ohne Zweifel eine bloß postulierte und behauptete ist. Heidebreck stellt hier fest, dass hiermit die Gewissheit für das Allgemeine geleugnet wird, dem kann ich auch nur zustimmen, und damit jede eigentliche Erkenntnis. Das ist das, was at stake ist, wie die Amerikaner sagen würden, was auf dem Spiel steht, und zwar die Wissenschaft, wie sie bis zu dem Moment, wie wir sie kannten. Damit ist es vorbei. Es ist auch, wird auch wohl erwägt, und zwar in, ich weiß nicht wie vielen Stunden jetzt schon, wenn man die Besprechung der Objektivitätskategorie und die Abteilung Skepsis mit 14 Folgen, das heißt 7 Stunden, die Abteilung Objektivität mit 20 Folgen, das heißt 10 Stunden sind 17 Stunden der Erwägung, und hier geht es jetzt auch schon an die 30 hin, dann nochmal 15 Stunden, also 17 plus 15, 32 Stunden an ausgesuchten Textstellen zum Thema Erwägung. Aber mir ist klar, das ist noch lange nicht genug, weil die Gewissheit des Allgemeinen hat sich dermaßen in die Gehirne der Massen eingebrannt, dass diese Gewohnheiten nur äußerst schwer, nur auf evolutionärer Basis, so in 1000 Jahrschritten so ungefähr, scheint es, möchte man meinen, überwunden werden kann. Weil es an der nötigen Aufklärung, Ausbildung, Information schon während des Schulzeitalters und darüber hinaus in die Universitäten, Akademien und so weiter fehlt es, die alle da ihre Fälle davon schwimmen sehen, so die Allgemeinheit fällt. Bekanntlich der Hauptinhalt aller Wissenschaften, so schaut's aus. Ja, nochmal Heidebreck, ein durchaus Durchblicker, allerdings einer, der das Chaos, das angebliche Chaos, das dann ausbricht, verhindern will. Die Nummer 143, es bleibt die Frage, ob
es für das sich auf sich selbst zurückziehende, von allem bloß psychologischen Vorstellungszwang sich frei machende, schlechthin voraussetzungslose Denken überhaupt solche unbedingt bindenden Gesetze, sei es analytischer, sei es synthetischer Natur, gibt. Und wenn es solche gibt, lassen sie sich als solche in ihrer Allgemeinheit mit absoluter Gewissheit erkennen. Ist dies nicht der Fall und sind wir auch für ihre Feststellung auf die bloße Induktion aus den einzelnen Denkakten angewiesen, so gibt es keine wahrhafte Erkenntnis des Allgemeinen im Geiste. Und also auch nicht in der Natur, und all unser Wissen bleibt zuletzt empirisch und unsicher. Empirisch ist schon zu viel gesagt. Das empirische Wissen ist weit weniger ein Wissen, als es sich um einen praktischen Nutzen handelt, der sich dadurch erzielen lässt. Und wenn jemand davon Wissen spricht, dann sei ihm das unbenommen. Aber im Grunde genommen handelt es sich um kein Wissen, sondern nur um eine Möglichkeit, um eine Wahrscheinlichkeit. Und will man nicht das eine mit dem anderen vermengen, um keine Begriffsverwirrungen herzustellen, muss hier klar gesagt werden. Das ist keine Erkenntnis, und zwar objektive, wie gesagt, immer logisch, allgemeingültig, objektive, diese Allgemeinheit im Geiste, mit der ist es Schluss, muss es Schluss sein, wenn überhaupt irgendwelche Denkbemühungen keine Farce sein wollen in der Zukunft, dann muss hiermit aufgeräumt werden. Diese im Grunde genommen Absurditäten, die da gelehrt werden, auch heute noch, du weißt den Namen nicht, der Philosophieprofessor in Markus irgendwas in Bonn behauptet da bei Skobel, dass es, dass nichts so sicher bewiesen ist als eine objektive Realität. Irrsinn ist das. Nun gut, weiter geht's nochmal mit dem guten Heidelberg. Man wird keinem allgemeinen Satz absolute Gewissheit beimessen, da ja das stärkste Assoziationsband keine Sicherheit bietet, dass die ursprüngliche Verknüpfung des Einzelnen unter Umständen nicht einmal anders ausfallen könnte, wodurch die allgemeine Verbindung als solche für das Denken sofort gelöst wäre. Also ist auch wieder ganz klar erkannt, diese absolute Gewissheit, denn bei dieser ursprünglichen Verknüpfung, bei der Begriffsbildung, wenn aus dem sogenannten Etwas bzw. irgendetwas dem ungeformten Sinnesreiz, der dann Empfindung genannt wird oder Wahrnehmung, ein Wort dazu assoziiert wird, diese ursprüngliche Verknüpfung fällt nicht notwendigerweise nur so und kann nicht anders ausfallen. Und genau dadurch ist die allgemeine Verbindung als solche für das Denken sofort gelöst, diese Objektivität. Weil eben das stärkste Assoziationsband keine Sicherheit bietet, wird keinem allgemeinen Satz absolute Gewissheit beimessen. Das heißt, es ist immer besteht immer die Möglichkeit, dass das nicht zutrifft. Und wenn man da jetzt ein Subjekt nimmt, dann muss man sich nur vorstellen, dass man selbst der oder diejenige ist, die dann aus diesem Raster fällt und mit allen Nachteilen, die man sich nur vorstellen kann, als Ausgestoßener,
als nicht existenter, wie auch immer, da dann zu kämpfen hat. Wenn es darum geht, ob man es jetzt mit einer Million Sandkörner oder mit einer Million eins Sandkörner zu tun hat, dass das keine Rolle spielt und dass man deswegen nicht seine gesamte Methode über den Haufen schmeißt, das ist sicher verständlich aus praktischen Zwecken, aber sei man nur selbst dieses eine Sandkorn, dann stellt sich die ganze Angelegenheit unter einem völlig anderen Gesichtspunkt dar. Und das ist der Punkt. Hier bestehen dann in der Rechtsprechung, wenn es eben einen begründeten Zweifel an der Schuld des Angeklagten gibt. Und für diese begründeten Zweifel, da kann dann alles sowas in Anrechnung gebracht werden, was man eigentlich nicht glauben möchte, aber am Ende dann doch sein könnte. Und genau darum geht's. Hier muss man sich des Urteils enthalten, wenn man es nicht sicher weiß. Und in vielen Fällen ist es nicht nötig, etwas sicher zu wissen, weil eben auch Wahrscheinlichkeiten und die Erfahrung dazu reicht. Und wenn man sich mal enttäuscht, dann hat man einen Fehler gemacht oder muss jetzt einen gewissen Verlust in Kauf nehmen und seine Erfahrung korrigieren. Nur lässt sich das alles nicht so verallgemeinern, weil es auch Bereiche gibt, Gebiete gibt, wo eben dieser Einzelfall nicht nivelliert werden darf, weil es dann um Prinzipien geht, die dadurch verletzt werden. Gerade wo es um das Leben eines Menschen geht, da muss einfach jeder Einzelfall erzählen und da lassen sich keine Abwägungen treffen, im Vorhinein schon zu entscheiden. Also im Grunde genommen, das, was hier 144 Heidelberg steht, ist der Fahrschein in die Ethik, sage ich mal. Mit dieser Erkenntnis müssen alle ethischen Aktionen, Autoritäten am Start sein und sich dann um die Regelung der Angelegenheiten kümmern, nachdem die Regierung und alle anderen alten Autoritäten gestürzt worden sind. Das ist ein guter Treffpunkt für eine Zwischensumme. Gut, die Hälfte haben wir jetzt in dieser Folge, der 27. auf dem Gleichsatzkanal, dem Schwesterkanal zur Gleichsatz-Webseite, gleichsatz.de. Bestes philosophisches Webseite, wo gibt. Wir machen weiter mit der Nummer 145. Ich muss mich um eine bessere Aussprache bemühen, damit der automatische Übersetzer, wie gesagt, keine größeren Schwierigkeiten hat, um da diese Besprechung über die Untertitel ins Aramäische zu übersetzen, in 193 Sprachen. Das sind die Vorteile von YouTube. Da geht es um die ganze Welt und selbst der letzte Bantu-Stamm irgendwo auf irgendwelchen indonesischen Inseln wird mit dem besten Material an philosophischen Gedanken versorgt. Das nenne ich Fortschritt. Nun gut, wo war ich stehen geblieben? Nicht so nah am Mikrofon. 145. Jede wahre Erkenntnis kann nach Occam nur das Singuläre, das einzeln Existierende zum Gegenstand haben. Hier gilt es zu bemerken, dass
in Bezug auf dieses Singuläre oft missverständlich dann eine objektive Wirklichkeit weiter behauptet wurde, aber eben bestehend aus Singularitäten. Das ist natürlich auch Unsinn, Unfug. Dieses Singuläre ist als nicht Logisches zu verstehen. Das heißt nicht als Teil, als kleinstes Teil des Allgemeinen, sondern als irrationales, inkommensurables in Bezug auf alle Allgemeinheiten, was jetzt Sprache und Logik angeht, ist es als Ding an sich nicht erkennbar, kein Gegenstand menschlicher Erkenntnis. Und so gesehen ist jetzt dieser Nominalismus eines Wilhelm von Ockham nicht das Gelbe vom Ei, aber in geschichtlicher Hinsicht doch eine der kopernikanischen Wenden, obwohl es Kopernikus zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat. Was das Mittelalter angeht, was das Denken im Mittelalter angeht, in Bezug auf die Rolle, die aristotelische Logik bislang immer noch gespielt hat. Und diese Gedanken wirken bis auf den heutigen Tag mit dem Bewusstsein, dass es sich bei den sogenannten Realitäten lediglich um Namen handelt, beziehungsweise um eine Begriffsbildung, die durch Abstraktion, durch das Weglassen aller möglichen Einzelheiten zustande kommt, aber als Abstraktion eben keinerlei reale Existenz für sich in Anspruch nehmen kann, weil diese Abstraktionen gedachter Natur sind, Vorstellungen sind. Eine Abstraktion kann man nicht greifen, kann man nicht sehen, nicht riechen, gar nichts. Das lässt sich nur denken und dann eben definieren, was darunter zu verstehen ist. Wobei diese Definitionen dann auch wieder ein Schwanz in die Unendlichkeit sind, weil eine Definition wieder die nächste verlangt und so weiter ohne Ende. Würde man etwas objektivistisch und an sich definieren wollen, was ohnehin Schwachsinn ist, aber im menschlichen Miteinander, im Verkehr der Menschen untereinander lässt sich dann doch so einiges definieren bzw. erklären, mit welcher Bedeutung ein Begriff gebraucht wird und so weiter. Wir bleiben bei Wilhelm Ockham, einer seiner berühmtesten Sprüche, was die Denkökonomie angeht. Dort heißt es, es ist überflüssig, dass etwas mit mehrerem geschieht, was mit wenigerem geschehen kann. Und damit spricht Ockham gerade die Abstraktionen, die verschiedenen Allgemeinheitsgrade an, wo in der Allgemeinheit eben sehr, sehr viel angesprochen wird, was gar nicht, um was es gar nicht geht. Also sind diese Allgemeinbegriffe, die ohnehin nur Vorstellungen sind, im Denken auf das Wesentliche zu reduzieren, das heißt die Analyse herunterzubrechen bis auf die eigentliche Sache, um die es geht, was jetzt nicht nur Denkökonomie ist, sondern auch logisch falsch wäre, würde man glauben, etwas erklärt mit Allgemeinbegriffen erklärt zu haben. Und nochmal,
147. Occam, philosophische Irrtümer entstehen häufig dadurch, dass abstrakte Begriffe so verwendet werden, als würden sie etwas Reales bezeichnen. Ja, das denke ich mal, hatten wir schon mal in einer der Folgen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht es sich hier um eine Doublette handelt. Das müsste ich dann noch überprüfen. Spielt keine Rolle. Ich werde darauf auch nicht weiter eingehen, weil es ja mehr als offensichtlich ist. Mal auf die Uhr schauen, weil wir dann nochmal ein längeres Exponat vor Augen haben. Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft, Naturwissenschaft, versucht hier die Welt der Werte in der Kultur, den harten Fakten in der Naturwissenschaft gegenüberzustellen. Es bleibt also dabei, das Qualitative ist vom Quantitativen durch eine Kluft getrennt, über die auch die Psychophysik der Zukunft keine Brücke schlagen wird. Der Rationalismus des 17. Jahrhunderts mochte glauben, dass jedem einfachen und bloß ausgedehnten Körper eine ebenso einfache Sinnesempfindung parallel zu setzen sei, dass man daher die Wirklichkeit more geometrico, also mit dem Zirkel, behandeln könnte. Wir sollten heute endlich gelernt haben, dass die rationalen Welten erst Produkt der generalisierenden Abstraktion sind und dass sie deshalb zwar gewiss nicht aufhören, theoretisch und praktisch wertvoll zu sein, meine Rede, aber niemals mit individuellen Wirklichkeiten zusammenfallen. Der Schritt vom Homogenen ins Heterogene, also vom Ungleichartigen ins Gleichartige, der uns vor eine prinzipiell unerschöpfliche Mannigfaltigkeit führt, ist stets der Schritt vom Unwirklichen zum Wirklichen, der auch mit dem vom Rationalen zum Irrationalen zusammenfällt. Wir können nur den Schritt von der irrationalen Wirklichkeit zu den rationalen Begriffen machen, indem wir das nicht quantifizierbare weglassen. Die Rückkehr zum qualitativ individuellen Wirklichkeit ist uns für immer versagt. Denn wir werden aus den Begriffen nie mehr herausholen als das, was wir in sie hineingetan haben. Der Schein, als führe ein Komplex von Allgemeinheiten zum Individuellen zurück, entsteht dadurch allein, dass wir uns ein ideales Sein rein quantitativer Art aufbauen, in dem jeder beliebige Punkt beherrschbar ist und dass wir dann diese begriffliche Welt mit der individuellen Wirklichkeit verwechseln, in der es keine Punkte gibt. Also diese berühmte, möchte ich fast sagen, in eingeweihten Kreisen eine berühmte Stelle bei Rickert macht klar, wie unüberbrückbar diese Kluft ist von einem irrationalen Hiatus Irrationales, also von einer irrationalen Kluft ist hier gesprochen, wird an anderer Stelle bei Rickert gesprochen. Nur, was uns Christen dann noch so traurig macht, möchte ich sagen, ist, dass trotz dieser Analyse dann Rickert sich am Ende doch wieder in objektivistische Gefilde begibt und man sich vor Widersprüchen gar nicht mehr retten kann, die sich auch nicht durch einen Entwicklungsprozess im Denken rechtfertigen. Das ist dann nur noch, also ich bin in der glücklichen Lage, das dann als traurig bezeichnen zu können. Andere, denen jetzt der nötige Überblick fehlt, die müssen dadurch, werden dadurch nur verwirrt und verlieren eventuell dann das Interesse oder den Mut, gegen eine so vielfältig anzutreffende Übermacht an Widersprüchen
anzukämpfen, wie das auf dem Gleichsatzkanal möglich ist. Meine Zeit läuft ab. Ich glaube, hier ist dann in der Beschreibung ein Link angegeben, wo man diese längeren Textstellen dann nochmal nachlesen kann. Schritt für Schritt sich das vergegenwärtigen. Das ist auch hier der Grund, eine dieser Stellen, weswegen sich die zwei wesentliche neue kantianische Schulen gibt, und zwar eben die südwestdeutsche mit Rickert, die aufgrund dieser Analyse Wertwissenschaft betreiben und die auf die Marburger Schule mit Cohen und Nathorp sich eher einem idealistischen, mathematischen Ideal verschrieben hat, das aber auch wieder vor lauter Widersprüchen strotzt. Ich habe mich da mal mit Nathorps Auffassung von Quantität und Qualität etwas näher befasst in der Kritikabteilung von Gleichsatz.de, wer da Interesse hat. Aber jetzt ist Schluss für dieses Mal, Folge 27. Peace, Peace und Out.